Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Mittwoch, den 30.10. Mein Name ist Jürgen, alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. Wir schauen uns am Ende dieses Videos auch noch zwei, drei Aktien an. Einmal die Siemens, die Bayer, dann eine Buy and Meet. Und vielleicht fällt uns noch die eine oder andere ins Gesicht. So, beim DAX schaut es so aus. Ich kann eigentlich von dem gestrigen Video das hier ganz schnell beenden. Wir sind nach wie vor in einer Aufwärtsbewegung. Solange wir hier diesen Bereich auf der Unterseite, die 12.833, aktuell nicht aus dem Markt rausnehmen, ist dieser Trend zur Oberseite hin gesetzt. Der Zielbereich liegt hier bei meiner Analyse, in meiner Einschätzung, bei rund 13.073 Punkten. Da muss man dann aufpassen, wie der DAX hier oben reagiert, weil wir hier einmal eine Begrenzungslinie haben. Und dann ein anderes Mal diese A, B, C, D zur Oberseite hin abgearbeitet haben. Und da könnte dann eine Korrektur kommen. Wir schauen uns ausgehend vom Wochenausblick das Gold an. Das Gold war ja hier die Einschätzung, dass wir hier aus dieser so bärischen Kerze heraus zumindest mal für die nächsten ein, zwei Tage, Anfang Woche, vielleicht auch Mitte Woche, dieser Woche, eine Bewegung im Gold sehen könnten, die nach unten drückt, ausgehend von dieser bärischen Kerze, das hier jetzt letztendlich auch erfolgt ist. Wir haben hier diesen ersten Unterstützungsbereich angearbeitet, sind hier dann einen Stock tiefer gefallen auf den zweiten Unterstützungsbereich in dieser Seitwärtsbewegung. Und letztendlich wäre jetzt interessant, ob wir hier am morgigen Handelstag, ich gehe wieder zurück auf die 1 Stunde, hier eventuell noch diese Unterseite hin testen. So, sollte das Gold hier auf dieser Unterseite nach unten durchbrechen, dann könnte es sein, dass wir temporär hier Land untersehen und das Gold ganz schnell einmal hier bis in der Spitze bei 1438 landen könnte. Das ist aber hier sehr schwer zu analysieren, weil wir uns hier eigentlich eher in einer Seitwärtsbewegung befinden im Gold. Wir haben hier zwar noch eine SKS, linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, die hier angestochen wurde, aber nicht bis zum Ende durchgelaufen ist. Nicht einmal die 80% wurden ausgeschöpft. Bei diesem Rücklauf, die oberen Falancen hier, hat sich dann im weiteren Verlauf eine inverse Schulterkopf-Schulterformation ausgebildet, deren linke Schulter dieser Bereich ist, deren Kopf hier ist, die rechte Schulter hier. Wir sind auch hier darüber ausgebrochen. Das gleiche Szenario wie hier aus dieser SKS, wir ausgebrochen sind. Letztendlich keine Anschlusskäufer zur Oberseite hin, der Markt kommt zurück. Und das ist sehr oft die verflixte 4. Das kann hier die verflixte 4 gewesen sein zur Oberseite. Und jetzt müssen wir einfach schauen, was hier in diesem Bereich passiert. Hier jetzt ein Trading-Ansatz, wenn man nicht schon hier seine Short-Position reingenommen hat, weil man Short konditioniert ist, aber hier jetzt einen Ansatz zu finden, ne, auf keinen Fall. Also hier ist man einfach normal unter normalen Umständen zum Zuschauen verdonnert. Wir schauen hier das Währungspaar Euro-US-Dollar an. Hier schaut so aus. Diese grüne Kerze macht noch keinen Frühling, aber die zweite grüne Kerze schaut mal schon nicht schlecht aus. Interessant wird es, ob hier das Währungspaar morgigen Handelstag über den Bereich von 1,112 geht. Das wäre hier ein weiteres Long-Signal. Der eine oder andere hat eventuell schon dieses Long-Signal aufgenommen bei 1,110 für einen Long-Trade. Es schaut bullisch aus. Tendenziell muss man aber immer noch sehen, die übergeordnete ganz große Bewegung ist abwärts gerichtet, aber das könnte hier eventuell doch einmal jetzt ein Ende sein aus dieser Bodenbildung heraus, die noch nicht sehr sauber ist. Das Währungspaar kann gut und gerne auch noch einmal in den Bereich von 1,105 gehen, wenn nicht sogar tiefer. Auf zwei Beinen steht es sich besser. Gell, vielleicht will das Währungspaar hier das zweite Bein ausfahren, um dann hier nach oben weiterlaufen zu können. Das hier Gold, Euro, US-Dollar hatten wir, schauen wir uns noch das WTI-Öl an. Da ja, würde ich vom Trading-Ansatz natürlich immer den Stopp hier unten bei unter 50,68 eventuell hier morgen in dieser Range auf der Oberseite bei 55,96 einen Long-Trade starten, dem ich aber nicht sehr viel zugebe, hier irgendwo in diesem Bereich.
nach wie vor. Und es wird sich auch lange Zeit nichts ändern. Gehe ich davon aus, dass sich das WTI-Öl hier in dieser Spanne eventuell sogar über Jahre bewegen könnte. Ganz interessant, der Schweizer Markt, der SMI, der hat auch wieder der S&P ein neues Allzeithoch erklommen. Hier jetzt Short zu drücken, nee, auch wenn man hier eine Wolfewelle einzeichnen kann, ich zeichne sie euch schnell ein, diese Wolfewelle, das schaut so aus, aber bei so einem starken Indizes hier etwas zu shorten, eine Wolfewelle ist immer etwas sehr antizyklisches, also gegen den Trend, und da würde ich hier beim SMI definitiv aufpassen, weil die Schweizer Bürger eigentlich momentan keine andere Möglichkeit haben, wie sehr viel Geld in den Aktienmarkt zu pumpen, weil sonst zahlen sie richtig mal die vermögenden Schweizer, zahlen sie richtig fett Strafzinsen. Also hier zeichne ich euch einmal ein, wie hier der Verlauf wäre. Entweder kommen wir hier irgendwo wieder rein. Und dann kann in so einer Wolfewelle Short der Markt gut und gerne sich so bewegen. Das wäre jetzt ein Ansatz, würde ich aber definitiv in so einem starken Indiz nicht handeln. Ich habe das hier schon einmal irgendwo eingezeichnet gehabt, die Wolfewelle Short. Da war Pustekuchen, das Ding geht voll nach oben durch. Und das hat einfach wirklich diese Ursache hier in der Schweiz, dass die Menschen mittlerweile keine andere Möglichkeit mehr haben, hier anzulegen, ihr Geld, bevor sie Strafzinsen bezahlen. Das sehe ich hier als einen der Hauptgründe dieser Geschichte. Auch der S&P ist heute ein neues Allzeithoch gemacht, ein absolutes ist hier. Wenn man das ein bisschen zusammenstaucht, da habe ich zwei Trendlinien, da kommt eine von hinten. Die hat hier einen Auflagepunkt, die läuft hier ein bisschen durch die Kerzen durch. An diesem ersten könnte er ein bisschen abprallen. Wir haben ein Stückchen weiter oben bei rund 3055 wiederum einen Widerstandsbereich. Auch da muss man genau hinschauen, was da abgeht, ob eventuell ein Abpraller kommt. Aber letztendlich haben wir hier jetzt auch im Bereich von 3025 eine Unterstützung im S&P. Es ist auch durchaus denkbar, dass das hier keine große Relevanz hat, dass das S&P hier oben ausbricht und dann diese steigende Trendlinie hier anläuft. Da wäre aktuell der Zielbereich bei 3106. Das hier zu der Geschichte, dann gibt es noch eine fundamentale Geschichte. Ab nächsten Monat, ab 31. hat der Monat überhaupt 31 Tage, schaue ich gerade mal. Jawohl, ab Donnerstag beginnt die EZB mit Anleihekäufen in Höhe von rund 20 Milliarden im Monat. Was heißt es? Diese 20 Milliarden kommen jetzt jeden Monat zusätzlich zu den bereits bestehenden Anleihekäufen in den Markt. Die Anleihen, die auslaufen, kommt ja Geld zurück in die EZB, aber die wird immer wieder reinvestiert. Und zu diesen Reinvestitionen kommen jetzt monatlich 20 Milliarden dazu, die den europäischen Markt überfluten werden. Ich habe da immer so ein ganz komisches Bild im Kopf, dass selbst der kleinste Schrotthändler eine Anleihe aufgeben kann und hier Geld bekommt von der EZB. Die Bank of Japan macht genau dasselbe. Sie pumpt die Märkte in Form von Anleihenkäufen, haut hier Geld in die Märkte hinein. Die Zahl ist mir hier jetzt nicht bekannt. Auch die Fed durch heimliche, verdeckte Anleihekäufen sind sie auch aktiv mit rund 30 Milliarden im Jahr, im Monat aktuell. Das gab es ja vor 2, 3 Wochen so einen Übernachtengpass mit der Liquidität der Banken. Das hat die Fed jetzt genutzt, um hier Geld in die Märkte zu pumpen. Und die Krux dabei ist kein Ende in Sicht. Also die ganz klare Aussage, das wird so lange durchgeführt, bis hier wieder genügend Liquidität in den Märkten ist. Von den Experten wird hier ganz klar gesagt, auch ich bin der Meinung, dass das hier eine verdeckte, geheime QE-Maßnahme ist, um hier die Märkte zu stabilisieren. Morgen ist ja die FED-Zinsentscheid. Es wäre keine Überraschung, wenn die FED noch einmal die Zinsen senken würde. Wenn ich gerade bei den Zinsen bin, vielleicht habt ihr es in den Nachrichten auch mitbekommen, seit langem prognostiziere ich noch schon,
Wir werden bald in eine Phase kommen, wo wir Geld bekommen, wenn wir ein Darlehen aufnehmen. Natürlich ist die Bonität entscheidend. Einer mit einer guten Bonität, und das ist auch wieder die Krux. Der, wo nichts hat, bekommt nichts, und der, wo viel hat, bekommt viel. Also wer eine Immobilie kauft und gut verhandeln kann, da gibt es jetzt schon Banken, dort liegt der Zinssatz bei 0,06, 0,61 circa, 0,51. Die Banken sträuben sich hier noch auf einen Nullzins, also da kommt von großen Bankern die Aussage, also bevor wir Nullzinsen bezahlen oder Minuszinsen, dann werfe ich mein Handtuch. Die haben jetzt ein bisschen die Margen angehoben, um das zu umgehen, was ja im Grunde den Banken gut tut. Ihr werdet auch mit der Zeit erleben, dass Bankkonten, die ihr habt, die noch gebührenfrei sind, ihr keine Kontoführungsgebühren bezahlt, die werden ihre Kontoführungsgebühren anheben oder einführen, je nachdem. Auf das könnt ihr euch ja mal gefasst machen. Was wir uns noch anschauen, ist das Gold in Euro. Das ist ja für uns das Interessante. Auch hier sind wir aktuell bei 1340. Das Gold in Euro hat ja hier ein Allzeithoch gemacht am 9.09.2019. Also so hoch war ja das Gold in Euro noch nie. Es profitiert hauptsächlich davon, von einem steigenden Goldpreis, logischerweise, aber zeitgleich von einem fallenden Währungspaar US-Dollar. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das Gold fällt in meiner Analyse und dass das Währungspaar US-Dollar längerfristig steigen könnte, muss man diesen Goldpreis beobachten, um hier dann eventuell irgendwann einmal physisch nachkaufen zu können. Was ich persönlich sicher mache, ist dieses Jahr noch einmal zuzulangen, weil dieses Jahr vermutlich die letzte Gelegenheit ist, hier größere Beträge in Gold zu investieren, physisch ohne registriert zu werden. Ab nächstes Jahr wird ja diese Schwelle nach unten gesetzt bei rund 2000 Euro. Gut, die kann man auch umgehen, indem man ja mehrere Goldhändler anfährt in verschiedenen Bundesländern von mir aus oder Städten, keine Ahnung. Es gibt ja mittlerweile unzählige, da muss man dann halt ein bisschen eine Wegstrecke in Kauf nehmen. Da kann man das dann auch noch umgehen, wenn man hier noch größere Beträge in physisches Gold investieren will. Wo bin ich auch noch investiert? Also nach wie vor ja im Euro-US-Dollar-Long. Das ist hier diese Geschichte. Ich zeige das euch gerade mal schnell im Live-Depot. Das ist ja hier dieses Echtgeld-Depot. Und hier sind wir investiert. Schauen wir gerade mal BV. Ich sehe das, also das BV hier. Schauen wir mal da schnell, was das hier ist. Das ist das Euro-US-Dollar. Also, das ist mein Euro-US-Dollar-Long-Trade aktuell, wo ich investiert bin. Und hier unten haben wir in diesem Trade 145 Stück zu 7 Euro einen Long Trade in den Währungspaar Euro, US-Dollar, schwedische Krone. Das schauen wir uns hier jetzt gleich an. Dann haben wir hier noch die Johnson & Johnson und dann da unten noch die Wirecard, die aktuell 5,5% im Minus ist. Das Rennpferd hier ist die Deutsche Pfandbriefbank. Aktuell hier in diesem Depot mit 32,7%. Man muss aber auch dazu sagen, die hat hier schon knapp 10% Dividende ausgeschüttet in diesem Jahr. Also wären wir hier gut bei 42%. Die Zebra Healthcare Rate ist hier mit 31,75% zweitplatzierte. Aber auch hier muss man sagen, dort habe ich auch schon, glaube ich, drei Dividendenausschüttungen bekommen, rational. Dann die Wirecard mit 13%. Sie war ja früher der Ferrari, das Rennpferd im Stall. Durch diese Financial Times Nachrichten, diese negativen, ist sie ja wieder ein bisschen zurückgekommen. Auf der untersten Seite ist hier die Katabasis Pharmaceutical. Das ist für mich ein Spekulationswert. Da erhoffe ich mir, dass dieses Medikament das gut anspricht. Wir sind hier in der Phase 3. Und dass hier dann die Aktie explosionsartig irgendwann einmal über Nacht mir den unmöglichen, unvorstellbaren Reichtum ermöglicht. Ich träume davon, aber schauen wir mal, momentan ist sie 27% im Minus, also sehr weit weg von meinen Traumvorstellungen.
Ah, die Atva Optical, da spekuliere ich einfach auf das 5G-Netz. Sie machen diese Kabel da. Und da hoffe ich mir längerfristig, dass sie doch davon profitieren kann. Aber Wunsch und Realität klaffen hier auch weit auseinander. Diese Aktie ist momentan 22% im Minus. Dann haben wir hier die Telefonica. Da muss man auch schon dazu sagen, die wurden auch schon rund 10% waren es, glaube ich, oder 8%, lasst mich jetzt hier nicht drauf ein, Dividende ausgeschüttet gehabt. Aber hier auch, bin ja auch ein bisschen längerfristig drin. Schauen wir mal, ob sich diese Lücke irgendwann einmal wieder schließt. Der Hormel Food wurde an einem Hoch gekauft, kam jetzt hier mit 8% mittlerweile zurück. Ist auch ein Dividendentitel, aber im Nahrungsmittelsektor, das ist ein Langfristinvestment. Ich gehe davon aus, dass diese Aktie so manche Krise zwar nicht schadlos überstehen wird, aber eventuell besser überstehen wird wie so manch andere Aktie. AbbVie ist noch im Depot, Pfizer ist im Depot, Virtus Global, das ist nach wie vor ein Fonds, der global in Dividendentitel investiert, der mir eine sehr hohe Dividendenausschüttung bringt und dann immer noch mein Liebling, also die Aktie bin ich eigentlich verheiratet, Royal Dutch Shell, die B-Aktie mit ca. 2,2% im Gewinn. Aber auch hier wurde Dividende schon mehrmals ausgeschüttet. Man muss ganz klar sagen, das Depot ist jetzt knapp an den 20% Rendite dieses Jahr. Ob ich die 20% noch schaffe, weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen die Lust verloren für dieses Jahr. Ich brauche jetzt wieder ein neues Jahr, neue Zahlen, neue Motivation. Das ist bei mir immer so jedes Jahr, weil momentan arbeite ich schon wieder mehr fürs Finanzamt. Wenn du immer siehst, dass du hier irgendwo 100 Euro Gewinn hast und dann werden noch mal gleich 27% abgezogen, also 27 Euro. Das nimmt dir so ein bisschen die Lust, weil, und jetzt versuche ich einfach diese Gewinne auf das nächste Jahr rüber zu transferieren. Eventuell, wenn hier doch noch irgendwo eine explosionsartige Gewinnausschüttung kommen sollte, durch einen dieser spekulativen Trades mit diesen Zertifikaten, kann es auch sein, dass ich einen dieser unteren hier, obwohl ich jetzt keinen Bedarf sehe, wenn dann bei Pfizer oder AbbVie, einen dieser zwei dann rausschmeiße, das wäre dann nicht viel, 76 Euro Verlust und hier 72 Euro Verlust. Das wäre überschaubar, um das Kapital wieder frei zu haben für eventuell bessere, schönere Aktien, die mir dann mehr Freude bereiten. Schauen wir uns noch den Euro, US-Dollar, schwedische Krone an diesen Trade. Warum bin ich diesen Trade eingegangen? Wo haben wir sie denn hier? Euro, schwedische Krone. Diesen Trade bin ich eingegangen, weil wir einfach hier eine linke Schulter, einen Kopf, eine rechte Schulter haben. Quasi eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die schaut hier so aus. Und deshalb ist für mich der Trading-Ansatz hier der Zielbereich. Wir haben aber hier, wo momentan dieses Währungspaar ein bisschen bockt, muss man hier sagen, einen Widerstandsbereich, der hierher rührt, hierher rührt, hierher rührt. Gerade, ja, hier ist er zwar durchlaufen, aber doch auch als Widerstand relevant wurde. Das Währungspaar muss hier jetzt ziemlich fix eintreten und dann spricht nichts mehr dagegen, dass wir hier in diesem Bereich laufen könnten. Negativ wird es natürlich, wenn wir hier runterkommen, dann würde ich diesen Rücklauf nutzen, um hier aus dieser Position wieder auszusteigen. Das hier zu der Geschichte. Wir schauen uns noch die Siemens an. Die haben wir ja in einem Trading-Ansatz, weil ich hier vermute, dass wir hier eine linke Schulter ausbilden, hier den Kopf ausgebildet haben und jetzt könnte irgendwann einmal eine rechte Schulter kommen, die gut und gerne noch einmal bis in den Bereich von 98 und 95 runtergehen könnte. Das wäre für mich dann der Trading-Ansatz, um hier einzusteigen aus dieser rechten Schulter heraus, um hier schon ziemlich früh im Markt dabei zu sein. Dann haben wir ja noch die Bayer angeschaut. Die Bayer schaut ein bisschen interessanter aus. Die ist schon ein bisschen weiter wie die Siemens, weil sie jetzt im dritten Tag in Folge einen Rücksetzer gemacht hat. Das schaut so aus bei der Bayer. Ach, ich sehe gerade bei euch ist der Bildschirm gar nicht ganz drauf. Jetzt hoffe ich, dass ihr hier genug gesehen habt.
Okay, ich mache jetzt das Video nicht mehr neu. Also Dreikerze im Abwärtsbewegung, Abwärtsmodus hier wäre für den morgigen Handelstag eventuell ein Ansatz hier bei 66,41 einzusteigen. Wir schauen uns hier jetzt noch eine Aktie an. Das ist hier die Buy and Me. Die ist ja momentan in aller Munde, aber sehr schwer zu handeln, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe kein Zertifikat gefunden, mit dem ich glücklich hätte werden können. Das hier ist Buy and Meet in Währungspaar Euro US-Dollar. Ah, sorry, in Euro. Ja, in Euro. Normal sollte man es in den Heimatwährungen anschauen, das ist der US-Dollar. Ich habe ihn hier aber leider nicht. Ich kriege hier kein Nasdaq rein, Handelsplatz. Seht ihr selber hier, keine Ahnung, warum das hier nicht ist. Buy and Meet, egal. Es ist kein großer Unterschied, dort liegt diese Nackenlinie hier unten. Da ist diese Ecke bisschen tiefer im US-Dollar. Nach wie vor handeln wir hier jetzt halt im Euro-US, im Euro. Und da haben wir ja die linke Schulter, den Kopf, die rechte Schulter. Der Ansatz, der Trading-Ansatz war der Bruch, hier Short zu gehen. Ich war hier Short, habe hier aber wirklich einen richtig grottenschlechten Schein erwischt, der mir jede Nacht so viel Gewinne gefressen hat, wie die Kerzen dann am nächsten Tag gefallen sind. Also ich war jeden Morgen bei Börseneröffnung wieder 40 Cent circa im Minus. Und dann bis zum Abend, bis die Kerze da unten war, war ich wieder irgendwo vielleicht 20 Euro. Ich rede jetzt, okay, ich rede jetzt von Euro, 40 Euro im Minus, dann wieder 20 Euro im Plus. Am nächsten Tag kam die Kerze hier rein, mein Depot war wieder 40 Euro im Minus. Und am Abend habe ich es dann wieder geschafft, 20 Euro im Plus zu sein. So ging das hier ein Weilchen. Hier habe ich dann die Position geschlossen mit Zähneknirschen, weil sie eigentlich sehr gut gelaufen ist. Aber ich habe auch keinen besseren anderen Schein gefunden. Der Trading-Ansatz war gut. Der Zielbereich nach wie vor ist schon mal in erster Linie auf jeden Fall dieses Tief bei 53. Und bei einem Durchbruch haben wir hier unten die 100% Ausdehnung dieser SKS bei rund 29. Das ist der Ansatz. Davon gehe ich aus, dass das kommt. Ich gehe auch fundamental davon aus, dass sind jetzt die Zahlen gekommen sind, die berauschen. Irgendwas mit 90 Millionen Umsatz und die Aktie, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen die bewertet wird. Das ist schon einmal ja, total an der Realität vorbei. Und dann, liebe Menschen, liebe Leute, solchen Burger, jede gute Hausfrau, jeder gute Hausmann kann so einen Burger selbst in der Küche zusammenzaubern. Da muss man nicht so ein Buy and Meet kaufen. Selbst dieser Spike hier, wo McDonald's Buy and Meet aufgenommen hat in ihre Produktionskette oder in ihre Kette einfach, hat hier nur einen Tag lang Hoffnung geschürt. Aber letztendlich ist diese Aktie nach unten jetzt weggebrochen. Und ich gehe davon aus, diese Aktie wird wie so die eine oder andere 3D Druckeraktie, wie zum Beispiel 3D Systems, hier haben wir hier einen kleinen Tannenbaum. Das Ding wird hier durchgereicht worden, wird hier eventuell sogar noch tiefer unter die 53 gehen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir hier noch um einige Etagen tiefer gehen, weil dieses Unternehmen hat null Burggraben. Markus Koch, also Koch, ihr kennt den vielleicht, schwört auf diese Aktie und will sie kaufen, also ich rate hier dringendst ab, hier in dieses Unternehmen zu investieren. Das Ding ist, ja, es wird keine Zukunft haben. Das Produkt selber, die Nahrung, ja, aber das wird so viele geben, die das Produkt dann herstellen. Die Konkurrenz wird so groß sein, da tue ich lieber an einen großen wie Hormels Food dranhängen, wenn der das einmal auf den Markt bringt, weil hier doch alles ein bisschen besser durchdacht ist und die Alternativen sind da. Und Buy and Meet lebt ja nur von einem Produkt. Das ist wie wenn ich ein Unternehmen hätte und würde ja auch nur von einem Produkt leben und habe hier kein Patent und nichts drauf. Und so ist es auch. Lediglich ein Namenspatent hat man hier. Aber auf das Produkt ist ja kein Patent drauf. Und in dem Falle sehe ich diese Aktie hier regelrecht durchrauschen, ohne groß halten. Vielleicht konsolidiert es hier mal irgendwo kurz. Wenn man hier genug Linien reinzieht, findet man auch irgendwo eine Stelle. Hier hätte man eine Linie reinziehen können. Ja gut, dann zuckt es halt ein bisschen, aber letztendlich, ihr seht es, man könnte hier wiederum eine Linie reinziehen. Das ist, ja, das ist fadenscheinig, sage ich.
Wenn ihr genug Linien in euren Charts drin habt, dann wird irgendwann einmal die Linie getroffen werden und wenn ihr Glück habt, dann zuckt es noch. Aber wegen dem ist man ja noch kein guter, erfolgreicher Trader. In diesem Sinne möchte ich, dass euch der Börsenengel gut gewogen ist, dass eure Trade-Entscheidungen für euch passen. Schaut nach eurer Strategie, behaltet die bei. Noch was, wenn es morgen erlaubt, vom Wetter her und meine Baustellen abgesagt werden, dann kann es sein, dass ich wieder 2 Stunden ein Boxentrading mache. Ab 9 Uhr, schaut einfach mal rein ab 9 Uhr. Vielleicht gehe ich live, wenn ich da bin. Wenn nicht, dann werdet ihr das sehen. In diesem Sinne, ciao, ciao.